Und mein Lieblingsfisch, eine kleine Flasche mit Limes. Aha. Mit Limes. Müssen wir gucken, ob wir uns das Schiff vielleicht schon leisten können. Die Verbesserung. Und das könnte sowieso schwierig werden. Das Schaf wird geschoben. Ist noch lieber. Jetzt aufstehen. Arthur wird jetzt keine Blitze fangen. Ich fahre mal weiter. Der Arthur hat doch bestimmt Hunger. Ja, sagst hey, aber Hust ab. Was ist denn? Bleibst du mal an dem Ort? Das wäre mal ein Wunder, wenn der kennen hat. Auf geht's. Fangen wir noch ein paar Glimms. Na, die Grünen sind aber hier zu weit weg. Die sind aber flink. Irgendwie kommt es uns auch ein bisschen um die Geben an, wenn ich jetzt keinen finde. Kein Treffer. Was die alle. Heute ziemlich hoch. Die Krähen fliegen heute ziemlich hoch. Guck mal hier unten nach, vielleicht fliegt ja auch mal gelandet. Bin ich. So, hier schon mal den Lauch gießen.
was essen für dich. Hab keine Angst. Bist du hübsch, Wildfang. Oh, danke. Du erinnerst mich sehr daran, wie ich in meiner Jugend war. Damals hatte ich immer eine rote Schleife um das Haar. Genau wie die Mädels in den Zeitschriften. Die Jungs hatten Interesse an mir, weißt du? Ich hätte Toni, den Sohn des Friseurs, heiraten können. Er war ziemlich reich und hatte ein rotes Kabel. Was? Ein Friseur, der reich ist? Okay, das ist eine Fantasiewelt. Oder sogar Al, den Ski-Champion. Oder Al, der hatte den süßen Po. Aber Giovanni. Ah, Giovanni. Egal, was ich tat, egal, was passierte. Er konnte mich immer zum Lächeln bringen. Seine Augen glühten wie Sternschnuppen. Sein Haar duftet wie der Morgentau. Aber genug davon. Tagträumereien werden uns nicht weiterhelfen. Lass uns etwas Produktives tun. Musst du denn nicht deine Pflanze gießen? Es regnet doch gerade. So. Kriege die Matrühe. Und du bist satt. Bei King News Atul hat keinen Hunger. So, auf dem Weg zur Insel. Was soll man mit ihm irgendwas, mit ihr irgendwas machen? Mehr Reissamen. Und ein Ring. Das ist die Kombüse. Es hält den. Die Kombüse. Wie sah das damit aus? Na, oh, können wir tatsächlich jetzt endlich. Na dann, damit er nicht mehr nervt. Und Atul zufrieden ist. Wie sagt, hast du die Kombüse vergessen. Okay, was genau hat sich jetzt hier verändert? Oh, wir können zwei Sachen kombinieren. Zum Beispiel hier noch ein bisschen Lauch hinzulegen. Jetzt können wir richtig kombinieren. Das ist mal spannend. Ich bekomme natürlich seine neue Kombüse. Das hast du aber schnell erledigt, Keimling. Natürlich hat auch kein Zeitgefühl. Das ist aber danke, dass du die Zeit genommen hast. Eine gute Kombüse ist eine gute Investition. Du wirst schon sehen. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Ah, und mein Magen wird es nicht bereuen. Danke. Und wir können Gerichte kombinieren. Wir können Gerichte erfinden. Ich wollte noch über etwas anderes mit dir reden. Ich bin dir immer noch sehr dankbar dafür, dass ich diese wunderbare Kajüte holen darf. Ich muss schon sagen, dass es sich etwas näher anfühlt. Du kannst mich ja mein ganzes Leben lang aber mich mit sinnlosen kitschigen Tand umgehen. Ich kann nicht mehr lesen heute. So viele neue Möglichkeiten. Aber auch einem Haus wie diesem konnten wir ganz Besonderes machen. Ja, du willst, dass ich das aufwerte. Ist klar. Nervt der Nächste. Können wir es gleich machen, dass sie nicht wieder ewig nervt. Was soll es sein? Es
kostet wieder Gims und dann können wir es nicht, dann können wir uns das die Schiffsvergrößerung nicht leisten. Sorry, aber das ist, nee, das ist die, das muss warten. Mhm. Wir sind da. Mal sehen, ob er hier irgendwo ist. Scheinende Bleibe muss auch erstmal warten. Blitz. Erstmal Bäume fällen. Baum fällt. Na gut, Wildtank. In einem Brief meinte Olga, dass Giovanni sich hier herumgetrieben haben könnte. So wie ich ihn kenne, bezweifle ich das aber. An einem Ort wie diesem würde er nicht lange bleiben. Aber wer weiß. Vielleicht finden wir ein paar Hinweise, wenn du dich etwas umhörst. Das überlasse ich dir. Ich möchte nicht zu weit weg von dir. Luftfeuchtigkeit macht mir schwer zu schaffen. Gino, du wirst sicher etwas Interessantes finden. Ah ja, das müssen wir machen. Wer? Ich erinnere mich nicht an seinen Namen. In dieser Nacht waren Namen nicht wichtig, wenn du weißt, was ich meine. Ich erinnere mich aber an seine Beine. Oh Junge. Moment. Er hat eine Ehefrau? Das hat er nie erwähnt. Er meinte aber, er sei unterwegs nach Fugowa. Also wenn du ihn jetzt nie treffen solltest, sag ihm, dass Eileen ihn vermisst. Das ging ja leicht. Mhm. So ein Pech, er war also hier. Und er hat jemanden kennengelernt. Nein, sag es mir nicht. Ich möchte es nicht wissen. Mhm. Na schön, vielleicht doch. Nur ein winziges bisschen. Nur wohin er gegangen ist. Nach Fugawa? Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Es sollte sehr schön dort sein. Zumindest stand das so in der Broschüre. Ich mochte diese bunte Hand schon immer. Damit kann man auf Reisen gehen, ohne aufstehen zu müssen. Na gut, Wildfang, sehen wir uns die Sache mal an. Da habe ich doch ein Newsletter abonniert von denen. Too much information. Ja. Fugawa war wo? Das war hier drüben, oder? Ah, hier war's. Dann wollen wir mal. Oder warte, können wir vielleicht erstmal. Hier zurücksegeln und das Schiff vergrößern. Das finde ich cool. Dass wir das erstmal machen. Dass wir das Haus gebaut haben. Das ging ja schnell. Einmal gießen, schon ist das hochgewachsen. Und ich hätte den Newsletter dann nutzen. So, den Kaffee. Den wertvollen Kaffee. Der Leute satt macht. Oh, ich bin gespannt. Okay, was auch immer. Können wir ein Reisgericht machen? Reis mit Pilzen, das könnte doch was werden. Mit einem Pilz. Gießen die Blumen im Regen. Nein, Atul, die schlafen.
Nein, Azul immer noch nicht. Was haben wir hier? Getreidesalat. Habe ich nicht Reis gekocht? Mit Fisch. Also, wie kennst du mal du den Unwetter? Ach, verdammt! Jetzt haben wir ja gesagt. Irgendwas hinter uns. Ah, es bringt Glimms. Das ist also gar nicht so schlecht. Sehr schön. Können wir ein bisschen ernten. Eintopf aus dem Süden. Mhm. Mehr neue Rezepte. Mit Lauch. Versuchen wir mal Reis mit Lauch. Was gibt's zum Abendessen? Eine Narrenknot. Wie sie hast du neues Gerät in der Kommunikation. Dann kannst du eine ganze Armee verpflegen. Ich brauche einen kleinen Muntermacher. Etwas, das Energie für ein paar Stunden liefert. Welches Schweinekompetenz? Wenn ich meine Küche hätte, meine Gewürze von zu Hause in den Markt, könnte ich etwas zaubern. Weiß einfach nicht, was sich hier machen lässt. Du wirst improvisieren müssen. Darum geht es beim Kochen letztlich. Lügen, die dich danach nicht verfolgen. Die weisen Worte meiner Urgroßmutter. Sie war eine echte Dame. Du willst nicht was essen? Warum haust du denn dann ab? Atul. So, was hätten wir hier? Wie auch immer das man ausspricht. War das nicht wundervoll, Lieblingsnichte? Haben wir wieder einen glücklich gemacht. Mehr Lauch. Können wir auch mal mit Lauch und einer anderen scharfen Zutat eine ganz scharfe Pfanne machen. Die Bretter, ja damit. Warum geht's nicht weiter? Sind wir schon da? Ah, es geht weiter. Geblieben scharf. Du bist geschoren. Was treibt Atul dort oben? Was hältst du von dem hier? Ich
kannst du mal das hier probieren? Den Eintopf aus dem Süden. Ach so, sie ist ja vegetarisch. Dann halt den Getreidesalat. Oh, das ist mit Abstand mein Lieblingsgericht. Es erfüllt mich mit unbändiger Freude. Und Dank, meine Liebe. Ah, merken wir uns. Getreidesalat für Summer. Summers Lieblingsgericht gefunden. So, können wir jetzt bitte... Nein, das können wir noch nicht. Das Schiff können wir doch... Ja... 80.000 brauchen wir. Und das können wir uns schon leisten. Dann machen wir das erstmal. Kommt Obstgarten und ein Schafspferd. Und das Schafspferd wird mal nötig. Eine Windmühle bauen. Ist doch immer schön. Okay. Juli merkt die 8000. Wir müssen Geld sammeln. Zeit, um den Kapitalismus hinzugeben und Glimps zu verdienen. Ja, wir müssen jetzt ganz viel Geld verdienen. Vielleicht treffen wir unterwegs noch diesen Kohlkopf. Der doch auch Sachen verkauft und gekauft. Wir können ja Dinge kaufen, ja. Obstgarten können wir nicht. Wir brauchen Kupferbarren. Nebelfarben. Marmor und Aluminiumbarren. Was auch irgendwie, wo war das? Okay, Schafsfleisch kriegen wir hin. Brauchen wir noch Kupferbarren. Das dürfen wir, glaube ich, haben. Dann würde ich mal sagen, wieder hier hin. Dann können wir wieder reinfangen. Und im Sturm kriegen wir ja auch ein bisschen was. Was wollte ich jetzt machen? Ach so. Eisen. Ne, Kupfer. Das ist das Sägewerk. Ich brauche ja nur noch einen. Schafspecht, der ist schon eine tolle Sache, die würde ich, das würde ich schon gern. Ich hoffe, der passt hier noch hin. Ach so, ja, hier, nein, hier machen wir gleich. Komm noch kurz. Schafspecht. Ja, schon eine kleine Sache. Hier passt er doch hin. Lass das Schaf mal ruhig. Und bleibt das da, wo es an einer Stelle. Die Quellen sind wieder hier. Ja. Dann sammeln wir ein bisschen Geld. Ich mache beim Schafsstall. Die Russen bringen besonders viel Gims.
Oh je. Glimms. Können wir das dann irgendwo einsehen, wie viele Glimms wir haben? Oha. Hier ist jetzt was los. Der Getreidesalat. Was kann ich damit kombinieren? Nichts. Kann ich nicht. Kann ich Lauch mit Lauch machen? Machen Musik für die Pflanzen. Soll ich aufhören? Wollte eigentlich nicht klicken. Tut mir leid. Was ist mit Inventar? Das Schaf hat endlich ein Zuhause. Du kannst im Inventar sehen, wie viele Glimms du hast. Okay. Erstmal eine Umarmung. Inventar war seltsamerweise auf R. Ach, 2000 haben wir. Das ist noch ein langer Weg. 8000 brauchen wir. Vielleicht können wir tatsächlich was verkaufen. Suchen wir den Kohlkopf. Ah ja, da ist der Kohlkopf. Francis. Noch ein bisschen Schmuck, das können wir da verkaufen. Wenn nicht, dann verkaufen wir ein paar Samen. Es wird wohl aber gleich Nacht. Noch mal ein bisschen angeln. Eine Flaschenpost. Hilf mir, ich bin auf See verschollen. Hoffentlich erreiche diese Flasche deine Freundin. Hier sind meine Koordinaten auf der Karte. Aha. Die Quests von den fahrenden Händlern bringen teilweise auch einiges. Sollte ich mal Quests von denen machen? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Hätte ich bisher gelassen. Ich wollte hier nicht unnütze Nebenquests machen, aber wenn das so ist. Ja, gleich da. Wenn wir nicht zwischendurch noch halten müssen. Wegen Nachtruhe und so. Kaffeebohnen. Fast so, als wären wir da. Ah ja. Hallöchen. Können wir verkaufen?
Na, schau mal. 9000. Besorgung. Und das können wir gleich nehmen. Affengrundlage, erledige eine Besorgung für Francis. Das ist unsere erste Besorgung, die wir gemacht haben. Und unsere zweite. Ja, damit müssen wir Sachen anbauen. Nebelstoff weiß noch nicht mal, wie man den herstellt. Hier müssen wir angeln. Karotten und Sachen anpflanzen. Okay. Dann vergrößern wir mal das Schiff. Lieferschmausfeuer. Was ist denn das jetzt? Du hast den ersten Besuch erledigt. Was für ein prächtiger Ausbeuter. Es gibt noch viel mehr zu tun, wenn du danach bist. Immer in der Nähe. Vielleicht müsste doch jetzt genügend haben. Kann man Kaffee mit irgendwas kombinieren? Na ja, bloß nicht. Kaffee mit Kortengeschmack. Lauch mit Kaffee. Ja. Und Gemüsekaffee. Yep.